Vier Klagenfurter Burschen im Alter zwischen 13 und 16 Jahren wollen Filmstars werden. Nicht vor der Kamera, sondern dahinter. Sie sind nämlich gerade dabei, mit ganz kleinen Hauptdarstellern in Form von Lego-Figuren ganz groß rauszukommen. Zumindest haben die Teenager schon die zwei wichtigsten Auszeichnungen in der Lego-Filmbranche eingeheimst. Sie sind, wenn man so will, große Meister der kleinen Steine. Thomas, Alexander, Andreas und Michael grübeln, um neue Ideen zu finden. Ideen für die Filmstudios in den Kinderzimmern der beiden Brüderpaare. Unverzichtbar für einen Brickfilm, so heißt die Lego-Filmerei, sind ganz viele Bausteine und natürlich eine Grundidee. Also wird dann meistens zu viert Brainstorming machen, da kommen halt immer Ideen ein, meistens für ein Thema schon. Und mir kommen meistens schon die Grundideen, also das komplette Rohmaterial, und das wird dann meistens noch ausgebaut von den anderen. In Co-Produktion basteln die Experten der beiden Klagenfurter Lego-Filmstudios an einer mittelalterlichen Kulisse. Es muss schauen, ob es real wäre. Also es kann jetzt vielleicht ein Alien oder so dort stehen. Ab und zu baut man schon einen Gag ein, aber man sollte damit nicht übertreiben. Also es muss schon realistisch ausschauen. Ritter, Gaukler und Schwertkämpfer vereint in einer kleinen Welt, die mit Hilfe dieser kleinen Webcam ganz groß rauskommt. Hier ist das Zuhause des stolzen Ritters Arthur. Hallo. Nach einem kurzen, ich meine langen Ritt, kommt er im nahegelegenen Wald an. Schließlich beginnt der Magier, seine Kräfte zu entfesseln. Was mit dem Manschgall bewegen, das funktioniert eben so wie ein Daumenkino. Es ist Stop-Motion, nennt sich dieses Verfahren, diese Animationstechnik. Man macht ein Bild, bewegt die Figur leicht, macht wieder ein Bild und so entsteht dann, wenn man das schnell hintereinander abspielt, immer Film. Ja, gute Idee. Jeder Mund im Film ist passgenau synchron animiert. Das bedeutet stundenlange Kleinstarbeit am Computer. Bei den jährlichen Meisterschaften der Brickfilmer, zuletzt in Bremen, konnten die vier Klagenfurter mit ihrem Mittelalterfilm gleich zwei der drei Hauptpreise abstauben. Das ist unbeschreiblich eigentlich. Das ist wunderschön. Wenn man wirklich durch einen Film, der so für 4 Monate Arbeit war, dann so ausgezeichnet wird. Via YouTube haben die Klagenfurter Burschen bereits tausende Klicks eingeheimst. Damit verdienen sie durch Werbeeinnahmen sogar schon ihr eigenes Taschengeld. In Zukunft wollen die Jungregisseure mit der Filmerei richtig Geld verdienen. So viel, um davon Monat für Monat leben zu können.